Die Mitte stärken. Deutschlandprogramm 2009. Unsere Kernforderung. Deutschland braucht den Politikwechsel. Der Mensch steht im Mittelpunkt liberaler Politik. Wir wollen die Mitte unserer Gesellschaft stärken. Ihre Leistung muss sich wieder lohnen. Unser Bündnispartner ist der mündige Bürger. Deutschland braucht einen mutigen Neuanfang. Wir wollen mehr Arbeitsplätze für mehr Wohlstand. Mehr Freiheit durch starke Bürgerrechte. Mehr Bildung für mehr Zukunftsperspektiven. Mehr Energie durch ideologiefreie Umweltpolitik. Mehr Vertrauen durch internationalen Dialog. Für mehr soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft belohnt Leistung. Durch sie wird erwirtschaftet, was an Bedürftige verteilt werden soll. Wir Liberale achten, schützen und verteidigen die soziale Marktwirtschaft. Ein besseres Wirtschaftssystem hat es in Deutschland nie gegeben. Die marktwirtschaftliche Erneuerung schafft Zukunftschancen. Dafür brauchen wir eine echte Steuerstrukturreform. Für mehr Netto vom Brutto. Unser Ziel sind einfache, niedrige und gerechte Steuern. Unser Stufentarif mit niedrigen Steuersätzen von 10%, 25%, 35% entlastet die Bürger. Dann können sie sich mehr leisten und Unternehmen mehr investieren. Das schafft Arbeitsplätze. Zusätzlich erhält jeder Bürger, ob Erwachsener oder Kind, einen Grundfreibetrag von 8.004 Euro. Das entlastet vor allem Familien. Das Einkommen einer vierköpfigen Familie beispielsweise bleibt unter Abzug von Werbungskosten und Sozialversicherungsbeiträgen bis zu einem Einkommen von 40.700 Euro steuerfrei. Solidarität durch Eigenverantwortung. Die FDP hat als einzige Partei ein Steuer- und Transfersystem aus einem Guss vorgelegt. Sämtliche steuerfinanzierten Sozialleistungen werden im Bürgergeld zusammengefasst. Leistungen werden pauschaliert und nur noch von einer Behörde, dem Finanzamt, ausbezahlt. So helfen wir wirksam den Bedürftigen, nicht den Findigen. Das stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Bürgergeld schafft Anreize zur Arbeitsaufnahme. Der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren. Gute Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik. Wir werden die Fehler der Unternehmenssteuerreform beseitigen. Die deutschen Unternehmen brauchen weniger Bürokratie für mehr unternehmerische Handlungsfreiheit. Wir wollen die Verschwendung von Steuergeldern beenden und Subventionen abbauen. Deshalb wollen wir die Bundesagentur für Arbeit auflösen und den Arbeitssuchenden auf kommunaler Ebene helfen. Bürgerfreundlicher, unbürokratischer und schneller. Bessere Regeln für den Finanzmarkt. Die Marktteilnehmer müssen Vertrauen in das Finanzsystem haben können. Dieses Vertrauen ist erschüttert. Wir wollen es wiederherstellen. Dies gelingt uns nicht durch mehr, sondern durch bessere Regeln für den Finanzmarkt. Wir brauchen eine wirksame Bankenaufsicht, national und international. Verantwortliche müssen für Risiken persönlich wie finanziell haften. Gesundheit langfristig sichern. Die Gesundheitsversorgung ist teurer, aber nicht besser geworden. Die FDP setzt sich für ein freiheitliches Gesundheitswesen ohne überbordende Bürokratie und ohne Rationierung von Gesundheitsleistungen ein. Wir wollen freie Arztwahl und Therapiefreiheit. Mehr Wettbewerb und weniger Bürokratie. Die Abschaffung des Gesundheitsfonds und der staatlichen Beitragsfestsetzung. Jeder soll das Recht haben, sich bei einem Versicherer seiner Wahl in einem Mindestumfang an Leistungen zu versichern, unabhängig von seinem Gesundheitszustand und ohne Risikozuschläge. Mehr Freiheit durch Bürgerrechte. Die FDP ist die Partei der Grundrechte und des Rechtsstaats. Wir wollen eine Politik, die Respekt vor der Verfassung und den Bürgerrechten hat und Staatsbürger nicht zu bevormundenden Staatskunden degradiert. Wir wollen ein modernes und effektives Datenschutzrecht. Die Wiederherstellung des Bankgeheimnisses. Keine Internetzensur oder heimliche Online-Durchsuchungen. Der Staat hat das Recht, zu dringenden Gefahrenabwehr in Freiheitsrechte der Bürger einzugreifen. Jedoch müssen dem staatlichen Handeln enge Grenzen gesetzt werden. Deutschland hat kein Gesetzesdefizit, sondern ein Vollzugsdefizit. Wir sind gegen eine verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung, gegen die automatische Kfz-Kennzeichenerfassung und gegen die Einschränkung der Rechte von Berufsgeheimnisträgern. Deutschlands wichtigstes Zukunftsunternehmen, die Familie. Für Liberale ist Familie jede auf Dauer angelegte Gemeinschaft, in der generationenübergreifend Verantwortung füreinander übernommen wird.
Das Kindeswohl steht im Mittelpunkt liberaler Familienpolitik. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Mütter und Väter verbessern. Die Wahlfreiheit des Lebensentwurfs, Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Gleiche Rechte für Lebenspartnerschaften. Investitionen in die Zukunft. Bildung schafft Chancen und erleichtert den sozialen Aufstieg. Bildung ist ein Bürgerrecht. Wir wollen mehr Freiheit und Selbstbestimmung für die Bildungseinrichtungen vor Ort, von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule. Ein durchlässiges Bildungssystem, das Aufstiegschancen sichert. Dass niemand aus finanziellen Gründen von einem Studium abgehalten wird und fordern auch deshalb den Aufbau eines Stipendiensystems. Bildung und Forschung sind Voraussetzung für neue Produkte und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Deutschland steht im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir setzen auf medizinischen und technischen Fortschritt durch freie Forschung ohne Denkverbote. Leid zu mindern und Krankheiten zu heilen darf nicht an ideologischen Blockaden scheitern. Dazu brauchen wir eine Forschungsfreiheitsinitiative für Deutschland. Ein modernes Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht für ausländische Fachkräfte. Eine steuerliche Förderung von Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Mehr Lebensqualität durch Freiheit und Verantwortung. Die FDP steht für eine Umwelt- und Energiepolitik mit Verstand. Der Wettbewerb der Ideen führt zu neuen Lösungen, um unsere Zukunft zu meistern. Denkverbote sind auch in der Forschung fehl am Platz. Technischer Fortschritt sorgt dafür, dass Umweltschutz, Mobilität und Energie kein Luxus sind. Wir wollen ein schlüssiges Konzept, das Energie umweltfreundlich, sicher und bezahlbar macht. Die Absenkung der Umsatzsteuer auf Energie von 19% auf 7% oder eine entsprechende Senkung der Ökosteuer. Mehr Wettbewerb auf den Energiemärkten. Eine Ausweitung der regenerativen Energieversorgung. Wir setzen auf einen Energiemix, der erneuerbare Energien mit hocheffizienten Kohlekraftwerken verbindet. Die Kernenergie bleibt als Übergangsform der Energiegewinnung aus ökologischen und ökonomischen Gründen mittelfristig unverzichtbar. Außenpolitik, die Vertrauen in der Welt schafft. Liberale Außenpolitik ist werteorientiert. Demokratienrechte, Rechtsstaat und eine marktwirtschaftliche Ordnung bestimmen unser Handeln für deutsche Interessen. Wir werden den Dialog mit unseren Partnern in Europa und der Welt weiter ausbauen. Zur Abwehr von Gefahren setzen wir auf internationale Zusammenarbeit, auf eine Reform der Vereinten Nationen, eine schlagkräftige NATO und eine gestärkte Europäische Union. Für unseren Beitrag brauchen wir Streitkräfte, die gut ausgebildet und ihren Aufgaben entsprechend ausgerüstet sind. Die Wehrpflicht ist nicht mehr zeitgemäß und muss ausgesetzt werden. Wir setzen auf eine moderne Freiwilligenarmee. Wir halten Kurs. Wir setzen auf eine Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft und auf selbstbewusste Bürger, die ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Stärken Sie uns, damit wir Sie stärken können. Deutschland braucht den Politikwechsel. Nutzen Sie Ihre Chance am 27. September. Wählen Sie FDP.